Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video vom Kanal. Es gibt wieder ein Zockbox-Unboxing. Jawohl, mal gucken. Vielleicht ist es ja das letzte. Hängt davon ab, wie die Box so wird. Die letzte war ja ein Totalreinfall. Und wenn die nicht irgendwie sich um einiges steigert, dann denke ich, werde ich die Box wohl kündigen. Mal gucken. Ja, was ist Zockbox? Falls ihr an dem Video noch nicht gesehen habt, hier gibt die Seite www.zock-box.de, da könnt ihr die bestellen. Das ist quasi ein Abo-Modell, wie so andere Lootboxen auch, nur dass hier immer nur Retro-Games drin sind. Gibt drei verschiedene Abo-Modelle. Es gibt das Adventurer-Abo, das enthält drei Retro-Games für 32,99 im Monat. Das sind etwa 11 Euro pro Spiel. Dann gibt es das Hero-Abo mit 4 Retro-Games für 39,99 pro Monat, was etwa 10 Euro pro Spiel entspricht. Und dann gibt es noch das Overlord-Abo, das ist das, was ich hier habe. 5 Retro-Games für 44,99 im Monat, das sind dann also nur noch 9 Euro pro Spiel. Ja, gibt verschiedene Systeme, die ihr zur Auswahl habt. Ihr müsst euch für mindestens 2 entscheiden. Ich glaube, ab dem Overlord-Abo müsst ihr euch sogar für 3 entscheiden. Eventuell auch schon ab dem Hero-Abo, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ist jetzt doch schon eine Weile her, dass ich das Abo abgeschlossen habe. Ich bin immer noch bei den Systemen NES, SNES und N64. Ich hatte die erste Box ja ein bisschen Probleme gehabt mit den Gameboy-Spielen, die ich noch hatte, und den Mega Drive-Spielen. Da war ja dann etwas durchwachsen, die Box, und deswegen. Aber die letzte mit Super Nintendo und N64-Games war auch ziemlich durchwachsen, weil es waren nur Sportspiele drin. Und ja, mal gucken, wie diese ist, ob die es wieder rausreißt und ob die mich dazu bewegt, die Box weiter noch zu halten, einen Monat, oder ob ich dann sage, nee, also jetzt reicht es endgültig. Ich kündige das Ganze. Wie gesagt, mir geht es auch nicht darum, dass ich hinterher einen größeren Wert rauskriege als das, was ich bezahlt habe. Dass das nicht der Fall ist, weiß ich auch. Das geht ja auch gar nicht. Ich meine, die wollen ja auch was verdienen damit. Also die machen das ja nicht aus reiner Güte, sage ich mal, raus, weil sie anderen was Gutes tun wollen. Also die müssen natürlich auch damit ja auch Geld verdienen. Ja? Aber ich sag mal so, wenn ich so wie die letzte Box einfach nur... Ich habe letztens auch schon gesagt, wenn es Themenboxen gibt, so wie damals bei der Loot Raider oder so, oder auch bei der Loot Crate, wenn es da so spezielle Themen gibt, ist das okay. Aber einfach in der normalen Zockbox wirklich 5 Sportspiele drin zu haben, ah, das ist schon hart, weil es nicht jeder Mann ist Fan von Sportspielen, oder jede Frau. Also jeder Mann im Sinne geschlechtslos gemeint. Jeder Zocker oder jede Zockerin, also... Ihr wisst, was ich meine, ja? Nicht jeder ist Fan von Sportspielen. Und dann eine Box nur mit Sportspielen zu machen, ich weiß nicht, ob die das irgendwie, ob da nochmal einer drüber guckt, aber ach, da hätte man vielleicht mal irgendwie sagen können, hey, okay, ist ein bisschen krass, nur Sportspiele oder so. Naja, schauen wir mal, hier haben wir den Zettel. Zockbox, viel Spaß beim Zocken. Also wieder keine, nicht das Glück gehabt, dass in einer Box ein Spiel mehr drin ist. Weil es gibt ja so, ich glaube, in jeder 5. Box ist eins drin. Also ich habe bis jetzt war ich noch nie die 5. Box. So, wir haben wieder ein paar Spiele hier. Alles schön in Papier eingewickelt. 3, 4 und... Oh, ein Spiel in OVP, Leute. Das ist schon mal cool. Das ist schon mal cool. Also das ist auf jeden Fall schon ein Pluspunkt. Das heben wir uns für den Schluss auf. Es ist ein großes, leider auch ein bisschen älter. Man sieht, es ist ein bisschen abgewetzt. Ich könnte vorstellen, dass es ein NES-Titel ist. Rein von wie die aufgehen, die Boxen. So, schauen wir mal hier. Das ist ein kleines, das ist N64. Fangen wir doch mal mit dem N64-Modul an. So, was haben wir hier? Das ist die Rückseite. Machen wir wieder so. Also, einmal ein N64-Spiel. Es ist... Alter, kann doch nicht wahr sein. Es geht echt mit FIFA weiter. Also, ich hätte jetzt eigentlich gesagt, schon, am liebsten würde ich jetzt schon hergehen auf die Webseite und würde die Box kündigen. Also, sorry, geht gar nicht. Also, nee. Wenn es jetzt so weitergeht, dann bin ich aber echt raus, Leute. Ehrlich. Das ist ein Super Nintendo-Spiel. Oh, die Qualität ist... Das sieht nicht so doll aus von der Qualität her hier oben. Ich hoffe, dass wenigstens das Game richtig gutes ist. Ich bin gespannt. Wahrscheinlich ist es wieder ein Sportspiel, oder? Ja, es ist Kawasaki Superbikes. Okay. Ja, es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Bei meinem Glück freue ich mich so über die OVP und es ist dann auch irgendein Sportspiel, was einfach nur ein OVP ist. Also es nimmt gerade eine Richtung an, die mir ganz und gar nicht gefällt. So, der Aufkleber ist hier. Wieder ein Super Nintendo Spiel. Leute, wenn das wieder ein Sportspiel ist, flipp ich aus. Echt. Oh, es ist Mario Paint. Ja. Okay. Ist okay. Mittlerweile meine dritte Mario Paint Version.
Aber es ist halt auch blöd ohne Maus und ohne alles. Also hätte ich mir schon gewünscht, dass da wenigstens auch ein bisschen Zubehör dabei ist. Ich meine, klar, wäre vielleicht ein bisschen krass, das dann zu haben, aber nur das Spiel. Man kann es auch mit dem Controller steuern, ja, aber hey, es ist immerhin kein Sportspiel. Ja, also, aber trotz allem, es ist noch nicht so, dass... ich bin nicht überzeugt, die Box weiterzuziehen. Ehrlich gesagt, die beiden Sportspiele, die haben es echt, verkackt so ein bisschen. So, wir haben noch ein drittes Super Nintendo-Spiel. So, immerhin, wenn es wieder kein Sportspiel ist, sind wir schon mal auf einem guten Weg. Dann könnte ich mir überlegen, vielleicht auch noch mal einen Monat dran zu hängen. Schauen wir mal. Und es ist Rise of the Robots. Acclaim und Mirage. Oder Mirage. Sagt mir gar nichts, ist aber immerhin kein Sportspiel. Okay. Es ist, ja, ja, mal gucken. Vielleicht kann es ja die OVP retten, das, ich vermute mal, NES-Spiel. Hier ist auf jeden Fall auch noch ein Buch dabei. Hier kann man es erkennen, so ein kleines Booklet mit Hilfen zum Spiel, Tipps und Tricks. Ah, was könnte das sein? Könnte das hier Star Tropics sein oder sowas zum Beispiel? Das wäre was, wo man sowas bräuchte. Wir machen es mal vorsichtig. Nee, ich zieh's raus. Wir gucken es uns einfach mal an. Und es ist... Oh, irgendwie... Ah, doch, doch, so. Ja, Achtung. Und die Spannung steigt. Es ist... Nein, N64. Es ist Turok 2. Seeds of Evil. Okay. Ah, gut. Die Box ist in einem... Boah, naja, sagen wir mal. Also für dafür, dass es ein... Ach, du meine Güte. Oh, guck mal hier rein. Das ist alles hier drin abgerissen und abgewetzt und... Oh. Okay, also die Box ist in wirklich keinem guten Zustand. Was natürlich geil ist hier, dieses Muster, was da drauf ist und so. Aber ansonsten, ja, es ist Turok 2. Ist jetzt auch, glaube ich, preislich will ich gar nicht drauf eingehen. Das ist mir schon klar. Aber es ist okay. Es ist also, es sind nur zwei Sportspiele. Es wird besser ein bisschen. Ah, ich bin echt versucht, nochmal einen Monat dran zu hängen. Mal gucken. Vielleicht ist ja auch zu Weihnachten dann die nächste Box, die Dezemberbox. Vielleicht lassen sich zu Weihnachten noch was Besonderes einfallen. Ja, ich bin hin und her gerissen. Ich weiß es nicht. Ich meine, die Box muss ich mal gucken. Man gibt ja so Möglichkeiten, dass man die so, wenn man die so schön faltet und dann bügelt mit Dings, dass man die schön wieder die Kanten wieder glatt kriegt oder sowas. Ich meine, hier ist natürlich auch, wenn man Hunger hat und ein Stück rausgebissen hat oder sowas. Ja, okay, aber trotz allem, vielleicht kann man die irgendwie so ein bisschen wieder herrichten. Das ist Anleitung ist leider keine dabei, dafür aber halt hier dieses Komplettlösungsheft. Für die N64 und PC-Version. Sieht aber auch irgendwie sehr selbstgemacht aus fast. Nee, ist aber hier mit Barcode. Die Lösung wurde von der Firma Magic Line erstellt. Aha. Ach du meine Güte, ist aber komplett nur Text quasi, also keine Screenshots oder so. Das ist natürlich auch... Ach du meine Güte. Ja, also steht dann hier drinne. Tada. Abschnitt 8. Ihr befindet euch wieder an der Stelle, an der ihr die Leiter heruntergeklettert seid, die zum Kind führte. Lauft nach vorn an den Kisten vorbei und begebt euch geradeaus zur gegenüberliegenden Wand, wo ihr nach links in einen Gang einbiegen könnt. Folgt diesem um zahlreiche Ecken. Ist auch geil. Um zahlreiche Ecken. Aha, sehr genau. Woraufhin ihr schließlich einen weiteren Schalter finden werdet. Legt diesen um und dreht euch nach links zum geöffneten Tor. Ach, mein Gott. Ja, das ist ja halt... Und der Screen wird auch ziemlich verpixelt. Also es wirkt irgendwie doch schon ziemlich selbstgemacht. Aber egal, es ist auch irgendwie so ein Relikt aus alter Zeit, sag ich mal. Ja, also auch damals aus der N64-Zeit. Das ist schon ganz cool. Ist irgendein Copyright dabei, von wann das ist? Das ist zwei. Hier. Erste Auflage, Copyright 1999 bei Magic Line GmbH. Ja, so für die erste Auflage. Guck einen an. www.magic-line.de, ob es die Seite noch gibt. Boah, solltet ihr auf der Suche nach Tipps, Tricks, Cheats oder Codes sein, wählt einfach eine der folgenden Hotline-Telefonnummern. 3,63 Mark pro Minute. Leute, krasser Scheiß. 3,63 Mark pro Minute. Uiuiui. Ja, okay, also. Ein Turok 2 Seeds of Evil in einer ziemlich mitgenommenen OVP. Ja, mal gucken, ob man die... Ich erwarte ja keine perfekten OVPs und will ich auch gar nicht sammeln. Ich finde es ja auch cool, wenn OVP ein bisschen mitgenommen ist. Das hat einen gewissen Charakter, sag ich mal. Ja, also die hat was mitgemacht. Die hat Geschichte. Auch wenn das Spiel jetzt nicht so alt ist. Ja, aber trotz allem, ihr wisst, wie ich es meine. Und das ist schon ziemlich cool eigentlich. Ich meine,
Ja, eingerissen muss es jetzt nicht sein, wenn hier die Ecken einfach ein bisschen, die Knicke drin sind oder so, die Ecken so ein bisschen weiß geworden sind. Das ist okay alles, das ist, finde ich, nicht so schlimm. Ja, ich meine, die ist schon in einem arg bösen Zustand, aber ich gucke mal, was ich noch mit so Bügeln und so vielleicht noch retten kann. Vielleicht kriegt man sie in einen halbwegs brauchbaren Zustand noch, abgesehen von den Rissen natürlich drin. Ja, aber das Spiel an sich, ich habe Turok nie gespielt, glaube ich, damals auf dem PC den ersten Mal ein bisschen, aber auf dem N64 nicht. Von daher, ja, cool. Ja, die beiden Sportspiele ignorieren wir mal einfach. Ich meine, ja, FIFA ist, ist halt FIFA. Ich weiß nicht, wie es auf dem N64 damals war und ja, Kawasaki ist auch nicht so meins. Aber wie gesagt, Mario Paint prinzipiell cool. Schade halt nur, dass es nicht wenigstens mit der Maus ist. Ich erwarte ja nicht, dass auch das Mauspad dabei ist und der Reiniger für die Walzen da in der Kugel und sowas. Und wie gesagt, Rise of Robots sagt mir gar nichts. Das ist so der Inhalt der Box. Und ja, ich bin hin und her gerissen. Also ich tendiere ganz leicht dazu zu sagen, wie gesagt, einen Monat geben wir dem Ganzen noch und schauen mal, was bei rumkommt. Und mal gucken. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denn so meint dazu. Was sagt ihr? Sagt ihr, jawohl, Lengdi, auf jeden Fall kündigen. Das ist doch scheiße, was da kam, auf gut Deutsch gesagt. Oder sagt ihr auch, naja, es ist schon besser geworden. Die Box letztes Mal war halt ein absoluter Totalausfall. Aber es geht ja ein bisschen besser. Sie hier Turok 2, Mario Paint, vielleicht noch Rise. Vielleicht ist ja auch ganz cool. Also Rise of the Robots. Keine Ahnung. Wie gesagt, also ich tendiere dazu, noch mal einen Monat abzuwarten. Und aber wie gesagt, mich würde mal interessieren, was ihr davon haltet. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr davon von dem Inhalt haltet, was ihr meint, sollte ich die Box kündigen oder weiter beziehen. Und habt ihr euch vielleicht mal ein Zockbox-Abo schon abgeschlossen oder habt euch das irgendwie abgeschreckt hier alles, was ich gezeigt habe und denkt auch dann so, nee, auf keinen Fall, nicht für die Kohle. Das ist es dann doch nicht wert. Ja, haut es mal in die Kommentare, lasst uns darüber quatschen. Und ansonsten, wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, wäre mega cool. Und wenn ihr mich meinen Kanal unterstützen wollt, könnt ihr mir auch gerne ein Abo dalassen. Denkt dann aber dran, die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr auch Bescheid bekommt, wenn ein neues Video online geht. Vielleicht auch nochmal ein Softbox-Unboxing, wer weiß. Wie gesagt, ich schwanke noch so ein bisschen. Ja, haut's mal in die Kommentare, sagt mal eure Meinung dazu, aber im Endeffekt muss ich es dann eher am Ende entscheiden. Hat natürlich auch den Vorteil, wenn ich so weiterbeziehe, ich kann euch hier wieder eine weitere Box zeigen. Also von daher, das ist natürlich schon der Vorteil daran. Gibt wieder Material für ein weiteres Video. Ja, gut, dann hoffe ich, es hat euch gefallen und sagt danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.